Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt Workers and Resources Soviet Republic. Das Ganze entwickelt von Three Division in Form einer einzelnen Person, der Peter Adamczyk, der mir freundlicherweise auch einen Key zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Und ja, hier geht es darum, eine Stadt zu errichten, so in den 70er, 80er Jahren des alten Ostblocks der Sowjetrepublik. Und ja, da gibt es ganz viele interessante Mechaniken und da steigen wir jetzt auch direkt mal ein. Beim Start eines neuen Spiels können wir diverse Optionen festlegen, beispielsweise ob wir auf einer leeren Karte starten wollen oder einer mit bereits vorhandenen kleineren Dörfern und entsprechend viel Bevölkerung. Das kann man ja alles einstellen. Ich würde jetzt mal auf einer leeren Karte starten, da ich es interessanter finde, komplett bei Null zu starten. Die Karte ist so groß, dass selbst wenn man jetzt mit Bevölkerung anfängt, wie gesagt, das verteilt sich so auf verschiedene Dörfer, dass man durchaus Platz hat, sich da irgendwo auszubreiten. Aber leer gefällt mir besser. So, Schwierigkeit werden wir auf leicht stellen. Mit einer Unterscheidung allerdings, es gibt furchtbar viele Optionen, ihr seht das gerade, also man kann das Startgeld einstellen, die Reaktion unzufriedener Bürger, Energiemanagement, Tag-Nacht-Zyklus, Feuer in Gebäuden, globale Ereignisse, Umweltverschmutzung, das Anfangsjahr, in diesem Fall jetzt 1970, Fahrzeugverfügbarkeit, nach Baujahr gesperrt und die Simulation der Bildung, ob Kinder erst in der Schule ausgebildet werden müssen oder direkt arbeiten gehen können und solche Sachen. Also wie gesagt, leicht stellt das Ganze schon auf diese Einstellungen vor. Aber beim Energiemanagement würde ich eine Ausnahme machen und da würde ich nämlich sagen, dass wir Gebäudeenergie versorgen müssen, damit diese vernünftig funktionieren oder überhaupt funktionieren. Man kann das auch mit Fahrzeugen spielen, also Gebäude und Fahrzeuge. Energiemanagement heißt, dass Fahrzeuge Treibstoff verbrauchen und das finde ich jetzt für ein Angespielt ein bisschen viel. Aber so mit dem nur Gebäude versorgen, finde ich, kann man es auf jeden Fall mal machen. So, und dann steigen wir auch direkt ein. Also Tag-Nacht-Zyklus ist aktiviert. Wir werden Feuer in Gebäuden haben, allerdings mit einer normalen Häufigkeit. Globale Ereignisse sind erstmal deaktiviert. Wir haben eine Umweltverschmutzung. Anfangsjahr habe ich schon gesagt, die Fahrzeuge sind nach Baujahr gesperrt, heißt, dass sie halt immer dann freigeschaltet werden, wie sie auch im wirklichen Leben, so ungefähr zumindest, rausgekommen sind damals. So, und dann geht's direkt los. Und da sind wir schon in unserer Spielwelt und die ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, erstmal auf jeden Fall sehr wolkenverhangen und auch sehr groß. Ich gehe mal unter die Wolkendecke, so, und dann können wir uns mal umschauen. Also das ist das Areal hier, riesengroß. Was ihr hier seht, sind Grenzübergänge. Ich fahre gleich mal mit der Kamera zu einem hin und zeige das mal. Aber wie gesagt, also wirklich riesig groß. Ein Fluss haben wir hier, wir haben Hügel, Berge, Bäume, Wälder. Und auch freie Flächen, die sich gut zum Bebauen eignen. Jetzt werde ich mal kurz da hinten mit der Kamera hinfahren. In den Optionen steht, mit Shift geht es schneller, aber es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Weiß nicht, woran es liegt. Und wenn ich das hier, also wenn ich die mittlere Maustaste drücke, wird es sogar noch langsamer. Deswegen, so, das sind also so Grenzübergänge. Und hier sehen wir auch, dass es ein Grenzübergang halt nach Osten, Richtung die Sowjetrepublik. Und da können wir, ja, Anschlüsse machen. Dort können wir Güter exportieren an diesem Grenzposten und wir können auch Energie importieren, wenn wir damit Schwierigkeiten haben. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht, denn das kriegen wir hin. Außerdem gibt es noch den, ja, ich denke mal, das ist da so, wenn ich mir das ansehe, da dürfte der Westen sein. Jawohl, hier ist so, sind die westlichen Übergänge auch. Das heißt, zwei Seiten und wir sind irgendwo mittendrin. Wir können alles im Spiel bezahlen mit Dollar und mit Rubeln und beide Währungen können wir auch verdienen, indem wir Handel treiben, je nachdem wo wir Handel treiben. Außerdem werde ich euch jetzt erstmal die ganzen Optionen zeigen, nachdem ich einen Startplatz gefunden habe. Ich finde eigentlich hier ganz hübsch, direkt am Wasser oder hier so auf der Anhöhe oder dort.
Hier ist auch schön, ne? Sollen wir hier einfach mal bauen? Also wir müssen nicht an den Fluss bauen, ich mache es hier. Ja, das ist ein ganz guter Ort. Ich zeige euch jetzt, was man hier so hat. Also wir können uns ansehen, wie viele Ressourcen wir haben. Wird im Moment noch nichts angezeigt, später dann. Bevölkerungsstatistik ist im Grunde das gleiche. Wisst ihr was, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich zeige euch das später. Wir fangen erstmal an zu bauen. Und zwar, auch hier wieder ganz viele Möglichkeiten. Bei der Konstruktion von Wohngebäuden können wir aus Ziegel bauen oder hier oben sind Plattenbauten mit verschiedenen Größen. Die haben auch, ich sehe gerade einen unterschiedlichen Energieverbrauch und alles, ja, okay. Hier steht drin, wie viele Leute da maximal drin wohnen können. Hier zum Beispiel 65 Arbeiter, 75 Arbeiter, hier nur 20. Und ich finde, wir fangen mal an mit so einem Plattenbau hier. Vielleicht dieses hier, 75 Arbeiter. Sieht das schön aus? Also schön sehen Plattenbauten ja eh nie aus. Das ist wirklich so typische Ostblock-Architektur. Ich glaube, ich nehme ein anderes. Das ist schon sehr groß. Hier passen 150 Arbeiter sogar rein. Hier nur 60. Oder soll das 160 sein? Da müssen noch mehr reinpassen. Also wenn hier 120 reinpassen, dann passen hier 160 rein. Ich glaube, dass die Zahl da ein bisschen verschluckt wird von dem Icon. Obwohl sonst passt das eigentlich auch. Ich denke, wir fangen mit diesem hier an. 75. Und ich stelle das jetzt einfach irgendwie hier hin. Es gibt auch so eine Art Baugitter, so ein Wireframe. Das ist hauptsächlich nützlich für Höhenunterschiede, ja. Kann man benutzen, aber was, ja, so wirklich gut ausrichten am Wireframe kann man nicht. Es gibt jetzt keine Einrastfunktion, aber man sieht halt eben sehr gut, wo unebenes Gelände ist. Und hier haben wir halt alles sehr schön. Deswegen fange ich einfach mal an, hier so einen Plattenbau hinzusetzen. Und, ich baue gleich mehrere. So, drei Stück erstmal. Und das müssen wir jetzt alles mit einer Straße verbinden, damit die Leute mit ihren Fahrzeugen oder auch zu Fuß die Wohnungen verlassen und betreten können. Hier nochmal eben kurz draufklicken. Da sind jetzt Arbeiter drin. Die ziehen hier langsam ein. Man kann hier umschalten. Einer ist 5 oder halt direkt so. Dann ist einer gleich einer. Und da sehen wir halt, das Haus ist halt auch schon fast voll. Hier ebenfalls. Da wohnen schon ordentlich Leute drin. Und da sehen wir halt eben Arbeiter. Und was haben wir hier? Das ist mit Universitätsbildung hier. Diese etwas dunkler gekleideten Leute. Und die mit dem Spaten in der Hand. Das sind halt eben Arbeiter. So, und ganz viele Statistiken. Das Gebäude ist ohne Stromversorgung. Gucken wir uns dieses hier an. 25 Arbeiter sind ohne Job. Ich pausiere das Spiel kurz. 35 Bürger derzeit ohne Strom. Das sind produktives Alter Arbeiter. Babys 0 bis 6 Jahre. Kinder 7 bis 21. Und erwachsene Kinder über 21, die noch bei den Eltern leben. Das sind die Kategorien, die wir hier haben. Autosave kommt immer wieder mal zwischendurch. Hier unten sehen wir, wie viel Stromspannung die Gebäude haben oder ja, über wie viel sie verfügen können und wie viel sie verbrauchen. Und noch so ein paar andere Dinge. Wir können bestimmen, wo die Leute aus diesem Häuserblock zum Beispiel arbeiten sollen. Das geht dann aber schon sehr stark ins Management rein. Ich mache jetzt erstmal das Offensichtliche, nämlich so eine Straße bauen. Hier auch wieder mehrere Möglichkeiten. Kiesstraßen, Lehmstraßen, Asphaltstraßen und auch welche mit Laternen und Gehwegen. Und die nehmen wir jetzt hier natürlich. Und ich würde jetzt hier erstmal so eine Straße durchbauen. Bohren, nicht bauen. So, in dieser Form vielleicht. So. Dann zweigen wir hier noch ab. So, auf diese Art und Weise erstmal. Und jetzt nehme ich die Pause raus und dann wird das Ganze gebaut. Und ich habe hier angeschaltet automatisch mit Rubelbau. Das heißt, alles wird mit Rubeln im Moment bezahlt und automatisch gebaut. Das ist für den Anfang völlig in Ordnung und das wird auch das sein, was die meisten zu Beginn in diesem Spiel machen werden. Aber es ist so, dass man auch alles ja mit eigenen Ressourcen bauen kann, ohne Geld. Dann muss man aber dafür sorgen, dass man Kies hat, dass man Beton hat und alle anderen Materialien, die gebraucht werden zum Bau. Später macht man das nämlich hier aus.
und dann übergibt man quasi die Baustelle an ein Baubüro. Dann muss man noch Baubüros haben. Die Baubüros müssen Zugang zu den Rohstoffen und Ressourcen haben, die für den Bau nötig sind. Also sehr, sehr, sehr umfangreich. So, Brückentunnel gibt es natürlich auch. Kann man alles bauen. Depots für die öffentlichen Verkehrsmittel. Das gucken wir uns alles später an. Jetzt haben wir auf jeden Fall 3 Gebäude schon mal gebaut. Mit ein bisschen Straßen. Und jetzt müssen wir die Grundbedürfnisse dieser Leute natürlich abdecken. Wir haben hier zum Beispiel Zufriedenheit, Sättigung, Gesundheit, Regierungsloyalität, Kulturgenuss. Dann haben wir hier Sportgenuss, religiöse Teilnahme und Qualität der Kleidung. Alles so Bedürfnisse, die, naja, irgendwie beachtet werden müssen. Ich fange mal an. Wir gehen mal wieder auf Infrastruktur und bauen zunächst einmal etwas für... Ich muss mir noch ein bisschen durchblicken hier. Ja, es ist, glaube ich, bei den Wohngebäuden. Genau, da unten sind die zivilen Einrichtungen und hier sind Ausrüstung für Bürger. Zum Beispiel Lebensmittelmarkt. Den bauen wir jetzt. Jetzt sehen wir hier erstmal verschiedene Dinge, wie wir auch bei den Gebäuden schon gesehen haben. Da sind immer noch so blaue Pfeile dran. Die zeigen an, wo Fußgängerzugwege sind. Ist gleich auch noch interessant, wenn wir Fußgängerwege tatsächlich auch verlegen. Dann ist immer ein Straßenanschluss dabei und das Grüne, nein, das nicht das Grüne, das Gelbe, das mit den gelben Pfeilen, das ist ein Anschluss für Zulieferung. Also wenn ich zum Beispiel an den Lebensmittelmarkt Nahrung liefern will, dann geht das über diese Zulieferwege. So, ich schließe das jetzt, ich baue das jetzt hier hin. Auch wieder mit Rubeln, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Jetzt ist es schon dunkel, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Wir haben keinen Strom. Und schaut mal, jetzt kommen die ganzen Leute hier aus dem Haus raus und kümmern sich hier um das Bedürfnis Nahrung. Erstmal arbeiten da jetzt auch Leute drin. Hier 6 Verkäufer momentan. Maximal 15 dürfen hier arbeiten. Wir können selber bestimmen oder einstellen, wie viele Leute hier arbeiten dürfen. Indem wir hier oben runtergehen, Anzahl der Arbeiter senken oder erhöhen zum Beispiel. Wir können das Gebäude zerstören, Gebäude ansehen. Wir können Ressourcen für Dollar oder Rubel kaufen. Hier ist jetzt halt Essen drin. Das wird automatisch besorgt momentan. Und dann, jetzt ist neu, das müssen wir uns angucken. Hier gibt es so ein Ding, das ich mir angucken kann. Die Gebäude, die zu Fuß erreichbar sind. Und ich muss jetzt halt darauf achten, dass, wenn ich diesen Lebensmittelmarkt hier hinsetze, dass das auch wirklich alles zu Fuß erreichbar ist. Das ist momentan der Fall. Das heißt, ich muss jetzt noch nicht zwingend Fußwege bauen. Lass ich auch mal sein. Wir haben keine elektrischen Verbindungen, deswegen werden die auch nicht angezeigt. So, sollten wir uns aber als nächstes drum kümmern. Erstmal mache ich jetzt das Wireframe aus. Ich finde, das macht die Übersicht nicht einfacher, vor allem im Dunkeln. So, Energieversorgung. Großes Thema in diesem Spiel. Moment, bevor wir das machen, würde ich gerne noch ein bisschen was für die Infrastruktur bauen. Wir haben jetzt einen Lebensmittelmarkt, wir brauchen noch ein kleines Geschäft. Das bauen wir auch noch. Außerdem bauen wir noch ein Shoppingcenter, brauchen wir nicht. Ein Kino könnten wir bauen, eine Kneipe. Eine Kneipe brauchen wir auf jeden Fall. Stellt euch vor, die Leute könnten nicht trinken. Das wäre natürlich katastrophal. So, haben wir eine Kneipe. Und einen Tennisplatz oder einen Fußballplatz. Kostet natürlich unterschiedlich viel, macht jetzt aber nicht den Riesenunterschied. Bauen wir noch einen Fußballplatz hier hin. So, und ihr seht jetzt schon, der ist nur über Fußwege zu erreichen. So, stellen wir den dorthin. Okay, jetzt müssen wir wieder prüfen, ob alles erreichbar ist. Das ist aber der Fall hier, weil das wirklich alles nah zusammenliegt. Auch dieses Ding wird erreichbar sein von allen anderen Gebäuden. Also alles wunderbar. Das funktioniert. Sollte das mal nicht so sein, weil man irgendwie ein anderes Straßenlayout baut, dann kann man Fußwege bauen. Geht man hier drauf, kann man aus Lehm oder aus normalem Gehwegmaterial bauen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, so, von hier gibt's einen direkten Fußweg dahin. Und das nutzen die Bürger dann auch. Sobald das zur Verfügung steht, nutzen die das. Seht ihr, da geht der Erste schon hin zum Einkaufen. Und das bietet sich hier natürlich auch an. Warum nicht? Ah, da ist es ein bisschen zu steil. Was wir machen können, ist vielleicht so. Ne, das funktioniert nicht. Schade. Tja, dann eben nicht. Habe ich zu eng gebaut. So, wow, die schlimm. Wir reißen es wieder ab. So. Wo können wir noch einen Fußweg sinnvoll bauen? Ja, hier ist es wahrscheinlich auch zu eng. Könnt ihr hier hinten zum Beispiel noch so einen Weg herbauen?
Irgendwie sowas, ja. Dann können die Leute hier hin und her bauen, laufen. Das ist also alles möglich. So. Dann würde ich sagen, also wenn ich jetzt hier Straßen ohne Gehwege gebaut hätte, dann wäre das auch was ganz anderes. Dann müsste ich diese Fußwege verwenden, denn auf den normalen Asphaltstraßen laufen die Bürger nämlich nicht einfach so rum. Das sind diese hier. Die haben keinen Gehweg. So. Aber dazu jetzt genug. Jetzt gucken wir, dass wir uns ein bisschen um Strom kümmern. Bei diesen Dingern arbeiten immer auch Leute. Also hier arbeitet jetzt nur einer, der hält wahrscheinlich den Platz in Ordnung. Hier arbeiten 15 Leute. Da arbeiten 15, nee, ja, bis zu 15 Leuten. Hier arbeiten 5 Leute in der Kneipe. Also haben wir schon mal ein paar Leute, die Arbeit oder Beschäftigung haben. Aber es sind halt in jedem Block mit Sicherheit noch sehr viele Leute ohne Job. Hier 16, 20, 30 fast. Da müssen wir uns halt kümmern. Wenn wir jetzt ein Kraftwerk bauen, kriegen auf jeden Fall viele Leute Jobs, sofern wir das hier irgendwo in die Nähe gebaut bekommen. Sonst müssen wir nämlich auch noch den Transport organisieren. Eieiei, das ist ein super, super komplexes Spiel, das sehr viel Spaß machen kann. Man muss sich nur darauf einstellen, dass man wirklich ganz, ganz, ganz viel managen muss. Aber wer das mag, der wird hier absolut zufrieden. So, wir müssen ein Kohlekraftwerk bauen, aber erstmal müssen wir uns dafür sorgen, dass wir Kohle auch irgendwo abbauen. Hier ist die Eisenmine, Verarbeitungseisenerz, da ist die Kohlemine und die Verarbeitungsanlage. So, wir müssen beides bauen. Da, neues Fahrzeug verfügbar. Ein Mähdrescher. Kohlemine. So, wenn ich die jetzt hier hin und her schiebe, dann sehen wir so Punkte drumherum. Und die Punkte, diese roten Punkte, signalisieren, wo ist ein Vorkommen. Hier ist momentan nirgendwo was. Weil, wenn ein Vorkommen da ist, dann verändert sich die Farbe der Punkte so in leichtes Gelb oder Grün, wenn das ein ganz, ganz tolles Vorkommen ist. Wahrscheinlich haben wir mehr Glück so bei gebirgigen Vorkommen. Also hier ist nirgendwo Kohle. Mach mich nicht schwach. Okay, also wir haben scheinbar in der näheren Umgebung keine Kohle. Es gibt leider kein großes Ressourcen-Overlay, habe ich zumindest nicht gefunden. Wir können mal schauen, ob wir was mit Öl finden. Moment, jetzt muss ich kurz schauen. Ölplattform. Na, schaut mal, hier ist viel Öl. Also Öl wäre definitiv eine Möglichkeit. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal eine hin. Mit Öl habe ich selber noch nicht gearbeitet. Also Leute, das ist jetzt für mich auch neu. Wir sehen auf jeden Fall einen Straßenanschluss und einen Anschluss für eine Pipeline. Und da ich jetzt noch nicht weiß, wie das genau funktioniert, ich gehe mal davon aus, dass wir am Anfang mit einer Förderungsplattform vielleicht klarkommen. Jetzt seht ihr unter dem Bauplan auch noch so ein paar gelbe Punkte hier, ganz klein, die sich auch verändern, je nachdem, wie ich schiebe. Das liegt am Untergrund und da, wo es jetzt gelb ist, da werden Erdarbeiten nötig sein. Wenn ich jetzt die linke Maustaste gedrückt halte, dann werden die automatisch gemacht und dann kann ich das Gebäude platzieren. So, und da wird's gebaut. Unsere erste Ölplattform, die natürlich Strom braucht, keine Arbeiter. Das ist schon mal gut. Strom müssen wir uns also wohl erstmal einkaufen, weil ohne geht's ja nicht. Wir brauchen eine Ölraffinerie. Das Ding ist riesengroß und auch sehr teuer, könnte ich mir vorstellen. Oh ja, das kostet 282.000 Rubel. Da haben wir Straßen, da müssen auch Leute arbeiten. Das sehen wir daran, dass hier auch Fußwege dran angeschlossen werden müssen. Und wir haben die Anschlüsse für die Rohre, für die Pipelines. Ich denke mal, dass es daher sinnvoll ist, es so zu bauen. Ich baue das einfach mal hier hin. Benötigt flaches Gelände, ja, ist klar. Es ist ja flach hier. Okay, also hier geht es gar nicht. Dann kommt sofort eine Warnung. Hier könnte ich es aber bauen mit entsprechenden Erdarbeiten. Dann machen wir das. Da ist es schon. So, jetzt verbinden wir das Ganze mit Rohren. Erstmal finden. Ölplattform machen wir aus. Das ist unter Infrastruktur. So, dann hier bei Förderer, bei Pipelines. So,
Da gibt es die Pipeline. Es gibt Rohrpumpstationen. Damit kann man wahrscheinlich die Größe noch... Jetzt steht das natürlich falsch rum, ne? Ach, wie ärgerlich. Ja, da müssen wir leider einmal im Kreis. So. Und dann gehen wir hier an diesen Anschluss ran. Na, lässt er mich das bauen? Ja. Ah, der Hügel verursacht da Bauprobleme. So, wir kriegen das schon hin. Also schön, geht anders. Das mache ich nochmal neu. Okay, jetzt haben wir das angeschlossen. Ich hätte das natürlich auch abreißen und nochmal drehen können, aber es ist jetzt, denke ich, okay. So. Das dauert sehr lange zu bauen, wie ihr seht. Fortschritt der Konstruktion und jetzt pausiere ich das Spiel mal kurz. Hier unten könnt ihr sehen, was für den Bau nötig ist. Jede Menge Beton, Kies, Asphalt, mechanische Teile, Stahl und ja, jede Menge Arbeitstage. Und diese ganzen Ressourcen, die könnte man halt eben auch selbst besorgen und dann gucken, dass man hier ein Baubüro hat, dass hier entsprechend mit Baufahrzeugen, die dem Baubüro zugewiesen werden müssen, dann das Ganze gebaut wird. Also sehr, 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 sehr komplex. So, wir bauen eine Straßenverbindung. Hier reicht uns eine normale Straße. Die ziehen wir mal... Ja, ich ziehe die mal hierher. Denn wir müssen ja auch hier dran. So, hier müssen wir das Terrain flachen. Das sieht nicht aus, beziehungsweise geht es leider nicht. Also können wir es direkt wieder abreißen. Na komm, machen wir es so. Dann haben wir hier die Straße. Und wir brauchen einen Fußgängeranschluss, denn hier müssen Arbeiter reinlaufen. Den machen wir dorthin und dann werden wir hier auf dieser Seite eine Busstation bauen. Denn die Arbeiter müssen ja aus der Stadt hierher kommen, um hier arbeiten zu können. Also direkt zur Konstruktion, Wohngebäude, eine Busplattform klein reicht aus. Die schließen wir hier an. So. Und verbinden wir mit dem Fußweg. So, dann können die Arbeiter hier direkt aussteigen und da in das Werk hineingehen. Und den Rest der Strecke transportieren wir die Leute natürlich mit einer normalen Straßenanbindung in die Stadt. Jetzt wollen wir hier natürlich auch noch ein paar Gebäude haben. Das heißt, ich baue mal noch so ein bisschen raus hier mit Gehwegen und allem drum und dran. So, und dann fangen wir hier, machen wir mal eine Kurve. Und dieses Stück hier, das fahren wir ohne Gehwege. Okay, und dann bauen wir noch eine Busstation. Die stellen wir hier hinten dran. Ich muss vorstellen, dass wir die Stadt so in diese Richtung so ein bisschen erweitern. Dann kommt da jetzt die Bushaltestelle hin. Auch eine kleine wieder. Und die machen wir jetzt erreichbar über Gehwege. Einmal hier. Und dann gehen wir hier hinten. Ah, da hinten konnten wir nicht so gut durch, ne? Das ist schon ein bisschen schade, dass wir hier gar nicht... Oh doch, das geht. Schaut mal. Sehr gut. So. Okay. Wir haben eine Busstation. Noch eine Busstation.
und ein Ziel, wo die Leute hin können. Jetzt brauchen wir ein Depot, in dem wir Busse kaufen können. Das Ganze findet sich, ich glaube auch unter den Wohngebäuden. Busplattform, Krankenhaus, Moment, wo ist es? Feuerwache, Rundfunkhaus. Oder war es unter Infrastruktur? Straße, ja, da unten ist es, das Depot für Straßenfahrzeuge. Ja, stellen wir jetzt einfach hier irgendwo hin. So, und da, wenn es fertig ist, kaufen wir uns, ich würde mal sagen, 2 Busse. Und die lassen wir dann pendeln von Stadt Tabovina, heißt sie übrigens, zum Ölkraftwerk. Also Ölraffinerie. Ein Kraftwerk ist das noch nicht. Die Raffinerie stellt erstmal das Öl so her, dass wir es im Kraftwerk verwenden können. Das geht ja natürlich noch weiter. Wir müssen ja noch den Rest bauen. Und zwar Energie. Halt, nicht Konstruktion. Öl, Bitumen, Kraftstoff. Ölraffinerie. Dann haben wir hier einen Speicher. Moment. Doch bei Energie. Nee, warte mal, wo ist denn das nochmal? Ölkraftstoffspeicher. Jetzt haben wir bloß, wir können kein Ölkraftwerk bauen. Energie? Kohlekraftwerk? Oh nein, wir können nur ein Kohlekraftwerk bauen. Jetzt habe ich das ganze Ölzeugs gebaut und kann es gar nicht für die Energieerzeugung benutzen. Okay, dann machen wir das anders. Wir verdienen Geld damit. Ist auch okay. Müssen wir sowieso, weil irgendwann gehen uns die Rubel aus. Wir werden hier ein Lager noch bauen. Ein Ölkraftstoffspeicher. Schließen wir hier hinten irgendwie an. Da können wir es erstmal reinlaufen lassen und dann überlegen wir uns, wie wir das später irgendwann abtransportieren. Sowas Blödes, also das habe ich ja jetzt nicht gedacht. Dabei wollte ich doch unbedingt Energie haben. Wieso kann ich denn jetzt kein Rohr hier bauen, keine Pipeline? Also. So, da gehen wir einfach hier hinten entlang. Okay, mit leichtem Knick. Besser habe ich es nicht hinbekommen. Okay. Straßenanschluss brauchen wir auch. Zwar spätestens, wenn wir das von hier transportieren wollen. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich auch noch mehr hiervon brauchen, denn die Qualität oder die Quelle fördert ja nur eine gewisse Anzahl an Litern pro Tag. Das, die Raffinerie braucht mit Sicherheit mehr, als das eine kleine Pumpding braucht. Aber wir haben ja hier relativ viel von der grünen Fläche gehabt, sodass wir da noch mehr Förderer draufbauen können. So, aber jetzt müssen wir uns wirklich um die Kohle kümmern. Mensch, das wollte ich eigentlich... Ah, wisst ihr was? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir haben einen kleinen Grundstock. Das hier ist leider, ja, unnötigerweise momentan gebaut. Aber wir kümmern uns in der nächsten Folge dann um die Energie hier im Angespielt von Workers and Resources Soviet Republic von 3 Division. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute. Einen schönen Tag noch. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.